Ich grüße euch, Freunde. Diese neue Reihe soll lediglich Texte von Prophezeiungen vieler alter Propheten und Hellseher widerspiegeln, sprich ohne tiefergehende Analyse oder Querverifikation, sondern lediglich die uns überlieferten Texte hier in möglichst wörtlicher Rede zu zitieren und somit euch im Prinzip der breiten Masse eher unbekannte Hellseher näher zu bringen. Jedem mag es dann freistehen, die einzelnen Prophetien selbst zu beurteilen oder auch in Kontext mit anderen Prophetien zu setzen. Das Ganze ist letztendlich ein großes Puzzle und jedem von uns wünsche ich sehr viel Erfolg dabei. Starten wir nun mit Mita Tarabisch, der von 1829 bis 1899 lebte und ein serbischer Prophet war. Nach dem großen Krieg, dem Zweiten Weltkrieg, wird Frieden regieren überall auf der Welt. Viele neue Staaten werden erscheinen, schwarze, weiße, rote und gelbe. Es gibt einen internationalen Gerichtshof, der den Ländern nicht erlaubt, sich gegenseitig zu bekämpfen. Der Gerichtshof wird über allen Königen sein. Wo ein Krieg beginnt, wird der Gerichtshof entscheiden, wird versuchen, Hass und Töten in Liebe und Frieden zu verwandeln. Die Menschen, die zu dieser Zeit leben, werden mehr als glücklich sein. Nach einer Weile werden alle großen Könige und so gut wie alle kleinen anfangen, ihren Respekt für den Gerichtshof zu verlieren, während sie tun, was immer ihnen gefällt. Viele kleine Kriege werden beginnen deswegen. Tausende über Tausende werden sterben, doch es wird keine großen Kriege geben. Es gibt ein paar Kriege rund um das Königshaus Israel, aber früher oder später wird der Frieden sogar dorthin kommen. In diesen Kriegen kämpfen Brüder gegen Brüder, dann machen sie Frieden und küssen einander, aber ihr Hass ist geblieben. All diese Kriege sind verursacht worden durch die großen Königshäuser, wegen ihrer Bosheit. Die, die kämpfen und sich gegenseitig töten, tun das nur wegen ihrer blinden Dummheit. In unserem Land, Serbien, wird Frieden und Wohlstand eine lange Zeit andauern. Viele Generationen werden in Frieden geboren und sterben in Frieden, kennen Krieg nur aus weisen Büchern vom Hörensagen und verschiedenen fremden Erscheinungen. Unser Könighaus wird stark sein und respektiert und geachtet von jedem. Die Leute werden nur weißes Brot essen. Jeder wird herumreiten in Karren ohne Ochsen. Menschen werden in den Himmel reisen, sehen herunter auf unser Land, als ob sie die doppelten Taraberge erklettert haben. Serbien wird, während ein Mann mit blauen Augen auf einem weißen Pferd regiert, florieren. Dieser wird nach Serbien kommen und eine Art neue Religion bringen. Er wird unseren Thron besteigen und er wird stark und gesund sein. Er lebt ein langes Leben, wird 100 Jahre alt. Er wird sehr gerne zur Jagd gehen und einmal wird er unglücklicherweise von seinem weißen Pferd fallen und so sein Bein verlieren. An dieser Wunde wird er sterben, nicht wegen seines hohen Alters. Nach ihm wird unser Land regiert durch alle Arten von Kommissionen, doch es wird nie wieder so, wie es war. Selbst wenn die Leute in unserem Königreich Elend und Hunger vergessen und in großem Wohlstand leben, wird der Bruder wieder anfangen zu hassen und Böses zu denken über seinen Bruder. An unseren Grenzen wird eine neue Nation erscheinen. Sie wird wachsen wie Gras nach einer Überschwemmung. Sie wird gut und ehrlich sein und sie wird auf unseren Hass mit Vernunft antworten. Man wird sich gegenseitig achten wie Brüder und wir denken mit unserem Wahnsinn, wir wissen alles und könnten etwas machen gegen sie. Wir werden sie mit einem neuen Schicksal von uns taufen, aber all das wird vergebens sein. Großen Ärger wird es geben, weil diese Nation tapfer sein wird. Viele Sommer wird dieser Ärger anhalten und niemand wird fähig sein, ihn zu stoppen, weil diese Nation wachsen wird wie Gras. Jemand wird viele Sommer nach dir geboren. Anmerkung, dass er mit dem Priester Zaharitsch sprach. Dieser wird ehrlich und intelligent sein. Er wird mit denen in Frieden handeln. Wir werden in Frieden leben. Sie dort, wir hier und dort.
Wenn Tarabich sagt, sie dort, wir hier und dort, meinte die aktuelle Situation in der Krajina-Region in Kroatien. Also sagt sie, meint er die Kroaten. Denn die Kroaten leben nur in Kroatien, während die Serben in Serbien und Kroatien Krajina leben. Du siehst, Pater, wenn die Welt nach dem Zweiten Weltkrieg anfängt, in Frieden und Überfluss zu leben, wird das alles nur eine Illusion sein, weil viele Gott vergessen. Und sie werden nur ihre eigene menschliche Intelligenz anbeten. Und wie du weißt, mein Pater, was ist die menschliche Intelligenz verglichen mit Gottes Wille und Wissen? Nicht einmal ein einziger Tropfen im Ozean. Die Menschen werden einen Kasten bauen und in ihm eine Art technische Vorrichtung mit Bildern. Aber sie werden nicht fähig sein, mit bereits Toten zu kommunizieren. Mit Hilfe dieses Bilderkastens sind die Menschen fähig, alles, was passiert in der Welt, zu sehen. Menschen werden Brunnen bohren, tief im Boden, und Gold ausgraben, das ihnen Licht, Geschwindigkeit und Kraft gibt. Und die Erde wird Tränen vergießen vor Schmerzen, weil viel mehr Gold an der Oberfläche ist als im Inneren. Die Erde wird leiden wegen dieser offenen Wunden. Anstatt in diesen Feldern zu arbeiten, werden die Leute überall graben, an richtigen und falschen Plätzen. Aber die wahre Kraft wird um sie herum sein, nicht fähig, ihnen zu sagen, komm, nimm mich. Siehst du nicht, dass ich hier bin, um dich, drumherum? Erst nach vielen Sommern werden sich die Leute an diese wahre Kraft erinnern und dann werden sie merken, wie dumm es war, all diese Löcher zu graben. Diese Kraft wird auch in den Menschen sein, aber es wird eine sehr lange Zeit dauern, bis sie es entdecken und nutzen. So werden die Menschen eine lange, lange Zeit leben, nicht fähig, sich selbst zu kennen. Da wird es viele lernende Menschen geben. Die werden lernen von ihren Büchern und denken, sie wissen alles und können alles. Sie werden das große Hindernis sein für diese Verwirklichung. Aber einmal bekommen sie dieses Wissen. Dann werden sie sehen, was für eine Art Wahnsinn es war, als sie ihren lernenden Menschen zuhörten. Wenn das passiert ist, werden die Leute traurig sein, weil dieses Wissen nicht eher entdeckt wurde. Denn dieses Wissen ist so einfach. Die Menschen werden viele dumme Dinge tun, denken, dass sie alles wissen und tun können und sie werden nichts wissen. Weise Menschen werden im Orient erscheinen und ihre Weisheit verbreiten über alle Meere und über alle Grenzen. Aber die Leute werden ihre Weisheit lange Zeit nicht vertrauen. Diese wirkliche Wahrheit werden sie für eine Lüge erklären. Ihre Seelen werden nicht vom Teufel besessen sein, doch von etwas viel Schlimmerem. Sie werden glauben, dass ihre Einbildung die wirkliche Wahrheit ist, obgleich sie keine Wahrheit in ihren Köpfen haben. Hier zu Hause wird es dasselbe sein wie überall auf der Welt. Menschen werden anfangen, saubere Luft und diese göttliche Frische und all die göttliche Schönheit zu hassen. Niemand wird sie zwingen, das zu tun. Es ist ihr eigener freier Wille. Hier in Kremna werden viele Felder Wiesen werden und viele Häuser werden verlassen sein. Und die, die sie verlassen haben, werden zurückkommen, um sich zu heilen durch Atmen frischer Luft. In Serbien wird es nicht mehr möglich sein, einen Mann von einer Frau zu unterscheiden. Alle werden gleich angezogen sein. Die Katastrophe wird aus dem Ausland zu uns kommen und die längste Zeit bei uns bleiben. Ein Stallknecht wird eine Braut nehmen und keiner wird wissen, wer ist wer. Die Leute werden verloren sein und immer unvernünftiger Tag für Tag. Sie werden geboren und wissen nicht, wer ihr Großvater und ihr Urgroßvater ist. Die Menschen werden denken, dass sie alles wissen, aber sie wissen nichts. Die Serben werden sich voneinander trennen und sie werden sagen, ich bin kein Serbe, ich bin kein Serbe. Der Unheilige wird die Nation unterwandern und sich mit serbischen Schwestern, Müttern und Weibern betten. Er wird die schlechtesten Nachkommen zeugen unter den Serben seit Beginn der Welt. Nur Schwächlinge werden geboren und niemand wird stark genug sein, einen wahren Helden zu gebären. Zu einer Zeit werden wir verschwinden aus diesem unseren Land. Wir werden nach Norden gehen und dann merken, wie dumm unsere Tat war und wieder zurückkehren. Wenn wir zurückkommen, werden wir weise sein und den Unheiligen davonjagen, um ihn in Gottes Namen nie mehr wiederzusehen.
Die ganze Welt wird von einer fremden Krankheit geplagt und niemand wird fähig sein, ein Mittel zu finden. Jeder wird sagen, ich weiß, ich weiß. Aber niemand wird irgendetwas wissen. Die Menschen werden denken und denken, aber sie finden das richtige Mittel nicht, das mit Gottes Hilfe zu finden ist, überall und in allem. Die Menschen werden in andere Welten reisen und dort leblose Wüsten finden und, Gott vergib ihnen, sie werden denken, dass sie es besser wissen als Gott selbst. Da werden sie nichts sehen, außer dem ewigen Frieden Gottes. Aber sie werden mit ihrem Herzen und Seelen Gottes ganze Schönheit und Kraft fühlen. Sie werden mit ihren Schiffen zu Mond und Sternen fahren. Sie werden nach Leben Ausschau halten. Aber dem unseren ähnlichen Leben werden sie nicht finden. Es wird da sein, aber sie werden nicht fähig sein, es zu verstehen und nicht sehen, dass es Leben ist. Einer, der dorthin ging, Gott für ihn, gib ihm, glaubte nicht an Gott, war aber eine ehrenvolle und anständige Person. Er wird sagen, wenn er zurückkommt, O ihr Leute, die ihr Gottes Namen mit Zweifel erwähnt, geht dahin, wo ich war, dann werdet ihr Gottes Geist und Kraft sehen. Die meisten Menschen werden wissen, die wenigsten werden lieben und sich einander achten. Der Hass wird so groß zwischen denen, dass sie mehr achten auf ihre verschiedenen technischen Dinge als auf ihre Verwandten. Der Mensch wird seinem technischen Ding mehr vertrauen als seinem ersten Nachbarn. Unter den Menschen einer Nation im fernen Norden wird ein kleiner Mann erscheinen, der die Menschen über Liebe und Mitleid unterrichten wird. Aber es gibt viele Heuchler um ihn herum und er wird viele Höhen und Tiefen haben. Nicht einer dieser Heuchler wird wissen, was wahre menschliche Anmut ist. Die Bücher dieses Mannes werden übrig bleiben und alle Worte, die er sagte. Und dann werden die Leute sehen, wie sie sich selbst täuschten. Die, die verschiedene Bücher mit Zahlen lesen und schreiben, werden denken, dass sie fast alles wissen. Diese lernenden Menschen werden ihr Leben nach diesen Berechnungen führen und sie werden genau nach diesen Zahlen handeln, die dort stehen. Die Bösen werden böse Taten tun. Sie hinterlassen giftige Luft und Wasser und verbreiten Pestilenz über Seen, Flüsse und Erde. Die Menschen werden plötzlich anfangen zu sterben an verschiedenen Leiden. Und anstatt nach Weisheit Ausschau zu halten, werden sie anfangen, nach Meditation zu suchen. Die Guten und Weisen werden sehen, dass der ganze Aufwand und diese schwere Arbeit nicht einen Pfennig wert ist und dass die Zerstörung der Welt voranbringt. Wenn sie anfangen zu meditieren, werden sie Gottes Weisheit näher sein. Aber es wird zu spät sein, weil die Bösen schon die ganze Erde verwüstet haben und die Menschen werden anfangen, in größeren Ausmaßen zu sterben. Dann werden die Leute aus den Städten fliehen aufs Land und die Berge mit den drei Kreuzen aufsuchen und dort werden sie fähig sein, zu atmen und Wasser zu trinken. Die, die entkommen, werden sich und ihre Familien retten, aber nicht für lange, weil ein großer Hunger kommen wird. Es gibt einen Überfluss an Nahrung in Städten und Dörfern, aber diese Nahrung wird vergiftet sein. Viele werden essen wegen des Hungers und werden sofort sterben. Die, die fasten bis zum Ende, werden überleben, weil der Heilige Geist sie retten wird und sie werden Gott nahe sein. Die Menschen, die diesen Krieg führen, haben ihre Wissenschaftler, die verschiedene fremde Kanonenkugeln erfinden. Wenn sie explodieren, diese Kanonenkugeln, werden sie anstatt zu töten, einen Fluch über alles Leben werfen, über Menschen, Armeen und alles Leben. Dieser Fluch wird sie schlafend machen und sie schlafen anstatt zu kämpfen und danach finden sie ihren Verstand wieder. Wir in Serbien werden nicht mitkämpfen in diesem Krieg, aber andere werden sich bekämpfen über unseren Köpfen. Brennende Menschen werden vom Himmel über Putziger fallen. Nur ein Land am Ende der Welt, umgeben vom großen Wasser, größer als unser Europa, wird in Frieden leben, ohne irgendwelchen... Gerra, auf oder über ihm wird nicht eine einzige Kanonenkugel explodieren. Die, die fliehen werden und sich in den Bergen mit den drei Kreuzen verstecken, finden Schutz und werden gerettet werden, um in Überfluss Glück und Liebe zu leben, weil es dann keine Kriege mehr geben wird. Ja, soweit im Prinzip der Text von dem guten Mieter Tarabisch.